Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außenministers, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen. Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Es ist Sonntagmorgen, der 23. Juni, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir diese Woche wieder zugeschaltet und leider nicht mehr gegenüber sitzend aus dem Venedig des Nordens, der Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl. Guten Morgen, lieber Fabio von Witzleben. Ja, ich vermisse Sie. Es waren ja ein paar nette Frühstücke, die wir hier gemeinsam hatten, und zwei Podcasts und ein Video-Interview am Rande des BIF. Also es war eine gute Zeit, intensiv. Danke auch für Ihren Vortrag mit den Studenten, Ihre Debatte. Und ich hoffe, Sie das nächste Mal in meinem kleinen Häuschen auf dem Lande begrüßen zu dürfen. Ja, das würde mich auch sehr freuen. Sie übersiedeln jetzt nächste Woche rüber aufs Land, aufs Russische, in die russische Provinz. Und da haben Sie jetzt auch einige Tage verbracht, nämlich im Altaigebirge, als ich noch am Anfang dieser Woche meine 7 Sachen gepackt hatte und zurück nach Deutschland geflogen bin, sind Sie noch wenige Stunden vor mir schon losgeflogen ins Altaigebirge. Sie waren dort, haben einen Vortrag gehalten, haben sich die Gegend angeschaut, haben lokale Unternehmen besucht und haben mir eben schon ganz begeistert erzählt, wie wunderschön diese Region ist, von der ich, das muss ich ganz offen gestehen, noch nie vorher irgendwas gehört hatte. Aber das ist ja bei der Größe dieses Landes auch nicht erstaunlich, Frau Kneißl. Ja, erzählen Sie uns doch mal, vor allen Dingen unseren Zuhörern, wie war es im Altaigebirge? Wie geht es Ihnen und wie blicken Sie jetzt auf die bevorstehende Übersiedlung in die russische Provinz, in Ihr eigenes Häuslein, Frau Kneißl? Ja, vielen Dank. Es geht mir soweit glücklicherweise ganz gut. Ich bin selbst überrascht, dass ich noch relativ fit bin, weil ich hatte, es war ein Nachtflug hin, es war ein Nachtflug retour, dort habe ich auch 2 Nächte nicht so wirklich geschlafen und war viel, viel unterwegs. Aber der Körper, glaube ich, bekommt ja dann so einen Adrenalinschub, wenn es hart auf hart geht. Wir kennen das alle aus Prüfungssituationen, und dann macht man einfach weiter. Und der Zustand ist jetzt bei mir auch schon seit Wochen eigentlich, weil es waren ja in den letzten Wochen sehr, sehr viele Nachtflüge und Vorträge und intensive andere Veranstaltungen, und Übersiedlung ist für Freitag angesagt, Freitag den 28., dann kommen die Möbel weg. Ich habe nicht so viele Möbel, weil ich habe ja an sich alles in Österreich zurückgelassen. Ich habe Österreich nur mit den Hunden und 2 Koffern verlassen. Ein paar Bücher hat mir jemand nachgeschickt, aber da sich auch viele, viele Journalisten dafür interessieren, wie viel Miete ich denn hier zahle und wo ich denn überhaupt wohne. Also ich habe hier jetzt 8 Monate eine Wohnung in St. Petersburg bezogen. Die Mietkosten sind mittlerweile ja durch die Presse gegangen, die teile ich mir mit der Universität. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Wohnung insofern kurzfristig fand, weil ich letzten September eigentlich aus dem Libanon hier übersiedelt bin. Und für mich war das Wichtigste, dass ich mit Hunden und Katzen wohnen kann. Das ist nicht selbstverständlich. Und so bin ich froh, dass ich hier einen Mieter gefunden habe, der mich mit Hund und Katz aufgenommen hat. Aber St. Petersburg ist mir wie vielen anderen etwas zu teuer. Das Budget, das ich vorhatte, in ein Haus zu investieren, also das reicht nicht für das Umland St. Petersburg oder das unmittelbare Umland Moskau, das auch nicht wirklich meine Welt ist, weil das ist alles so eine weite Suburbia. Sie waren hier, Sie haben gesehen, wie sich sozusagen das Urbane ins Land hinauszieht, und man braucht wirklich circa 1-2 Stunden, bis man so etwas wie auf dem Land ist, aber dann steht man sozusagen seine 2-3 Stunden in der Früh im Stau. Und ich bin froh, dass ich hier relativ nahe zum Büro bin und daher nicht den täglichen Stau in der Früh und am Abend hatte, in diesen Monaten, in denen ich in St. Petersburg arbeitete. Und vom Land aus werde ich es jetzt so halten, dass ich punktuell nach St. Petersburg bzw. Moskau komme, aber
vorwiegend in den Regionen unterrichten werde. Und Altai zu Ihrer Frage, ja, es war einfach wunderschön. Und ich wusste vom Altai an sich nur Folgendes, dass die Madjaren, die Ungarn, aus dem Altai mit Sack und Pack, also mit ihren Pferden und Nutztieren und Hunden, vor rund, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich würde sagen, es waren so schätzometrisch, vor rund 1700 Jahren aufgebrochen sind, um sich dann an den Ufern der Donau niederzulassen. Ja? Also diese weite Steppe der Pusta unterscheidet sich landschaftlich völlig von diesem Hügel- bis Gebirgsland des Altai. Ich habe auch nur einen Teil gesehen, aber es sind einfach wunderschöne Almwiesen dort, wo ich war. Ich habe ein paar Videos auch auf meinen Telegram-Kanal gestellt. Und es ist eine sehr fruchtbare Region, aber auch eine an Bodenschätzen reiche, was an manchen Orten zu größeren Konflikten noch führen kann. Also ich habe das auch erlebt in der Region, wo ich war, wo auch Goldminenlizenznehmer großes Interesse haben, Bodenschätze zu fördern, aber zeitgleich Ökotourismus betrieben werden soll. Also da spitzt sich manches zu. Und ich habe einen Tourismusunternehmer kennengelernt, der eine sehr, sehr schöne Ökotourismus-Region aufgebaut hat, aber der auch mit der Problematik Goldminen dort zu kämpfen hat. Und mich erinnert das ein wenig, was ich auch von der kroatischen Küste her kenne, wo mittlerweile Flüssiggasterminals aufgebaut wurden, um nordamerikanisches Flüssiggas zu importieren. Und zeitgleich ist die dalmatinische Küste gefährdet und gehört ja zu den schönsten Küsten Europas. Also es ist nicht ein Spezifikum hier, aber es ist mir dort einfach sehr, sehr klar wieder bewusst geworden, wie sich hier Interessen spitzen. Und vielleicht auch ein Wort zu Tourismus in Russland. Altai war also für viele eine Art Geheimtipp. Wer hat sich dort schon hin verirrt? Es gibt keine wirklichen Flughäfen. Mir hat der kleine Provinzflughafen sehr gut gefallen. Also der hat mich an Kindertage erinnert. Man steigt aus dem Flieger aus, nimmt seinen Koffer und geht zu Fuß zum Terminal. Und da kommen also nur ein, zwei Maschinen am Tag an. Dann fährt man mit dem Auto sehr lange, bis man also zum nächsten Ort kommt. Das heißt, bislang gab es nicht diese Erschließung. Das hat sich aber jetzt geändert, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass ja viele Russen nicht mehr jetzt zum Skifahren beispielsweise nach Österreich und in die Schweiz reisen. Das war gang und gäbe. Und jetzt werden also große Skigebiete auch im Altai erschlossen. Mich hat das ein bisschen, nachdenklich gemacht, weil ich glaube, ein Igel in Österreich ist nicht unbedingt nachahmenswert, weil es ist so eine Art Dubai in den Alpen. Nur es gibt dafür eine Klientel und eine Vorarlberger Firma wie Doppelmeier Sessellifte, die haben hier noch das große Geld gemacht bis vor 2 Jahren, haben aber dann auch den Markt verlassen und sind auf und davon. Aber es wird hier sehr, sehr viel investiert in die Erschließung und wie man es dreht und wendet. Ich war in den kleineren Städten, Bisk ist so eine kleine Provinzstadt mit knapp 100.000 Menschen an einem Institut für organische Chemie, Elektrotechnik. Und da hat sich über 3 Wege ein Kontakt ergeben. Und ich hatte ein sehr, sehr sympathisches Programm erhalten. Die haben das also alles sehr, sehr, sehr engagiert organisiert. Und ich habe einen Tag vorgetragen, wie gesagt, auch Unternehmen besucht, die dort aus dem Boden gewachsen sind, auch vor dem Hintergrund der Sanktionen, Pharmazieunternehmen, die unter anderem auch auf Basis von Pflanzen, die im Altai wachsen, Tees und Nahrungsergänzungsmittel machen, aber auch synthetische Medikamente. Und die Leiterin dieses Unternehmens, die Gründerin, ist eine Dame aus der Region, Absolventin von dort. Und da muss ich sagen, Hut ab vor denen, die diese unternehmerische Risikobereitschaft haben. Entschuldigung. Pardon, weil man muss auch immer im Hinterkopf behalten, der Zinssatz für Darlehen ist hier sehr, sehr hoch, der liegt bei 12-14%.
Und wenn man dann eine Firma aufbaut mit 1200 Arbeitnehmern, mit Material, das man einfach einkaufen muss, gut ab. Ja, Frau Kneißl, das ist wirklich sehr beeindruckend, wie Sie das schildern, wie die Russen trotz dieser massiven Sanktionen aus dem Westen diesen historischen Einbrüchen auch oder Umbrüchen besser gesagt, versuchen das Beste noch aus der Situation zu machen. Auch ich habe jetzt in meiner Zeit dort mich mit vielen Russen unterhalten und mein Eindruck war, sie gehen tatsächlich den Weg der Eigenverantwortung. Das russische Volk hält zusammen. Also das, was sich westliche Führer immer erträumen, nach dem Motto von Angela Merkel damals, wir schaffen das, wir müssen jetzt alle zusammenhalten. Das ist dort wirklich der Fall. Bei uns, das kann ich hier bestätigen, das können Sie bestätigen, Frau Kneißl, sobald die erste Krise kommt, sei es Corona, sei es Flüchtlinge oder eben jetzt Russland-Ukraine, dann gehen sich die Menschen an den Kragen. Es wird sich angefeindet, es wird ausgegrenzt, es wird diffamiert. So haben wir es zumindest hier in Deutschland auch intensiv während der ganzen Corona-Geschichte erlebt. Da lob ich mir in dem Fall doch tatsächlich die russische Zusammenhalt, den russischen Zusammenhalt und dass die russische Mentalität in Krisen eben nicht gleich zusammenzubrechen, nicht den anderen zu diffamieren, sondern eben nach vorne zu blicken und in die Eigenverantwortung zu gehen. Und Frau Kneißl, dann lassen Sie uns jetzt auch gerne auf das blicken, was diese Woche wieder geschehen ist. Und wir fangen gleich mal an mit zwei spannenden Staatsbesuchen. Der russische Präsident Wladimir Putin war nämlich nicht nur in Vietnam, sondern er war auch in Nordkorea. Dort haben Verhandlungen zwischen Putin und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un stattgefunden. Und bei diesem Staatsbesuch haben die beiden Länder einen Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft unterzeichnet. Der neue Vertrag über strategische Partnerschaft sieht gegenseitigen Beistand im Falle einer Aggression gegen einer der beiden Staaten vor. Das kündigte Wladimir Putin nach dem Gipfeltreffen an. Er sagt, ich zitiere ihn einmal, dies ist nicht nur eine Ankündigung, sondern dies findet bereits statt und das ist eine grobe Verletzung der Einschränkung, die die westlichen Länder im Rahmen verschiedener internationaler Verpflichtungen übernommen haben. Das neue Abkommen schließt eine rüstungstechnische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea nicht aus, so Putin. Die beiden Staaten betrieben eine unabhängige Außenpolitik und könnten daher die Sprache der Erpressung und des Diktats nicht akzeptieren, so Putin abschließend. Und ja, nach seinem Staatsbesuch in Nordkorea reiste Putin dann weiter nach Vietnam und dort wurde in intensiven Gesprächen über Handelsfragen, die nukleare Zusammenarbeit und die Stärkung der Partnerschaft erörtert. Und Putin bezeichnete Vietnam als einer der langjährigen und zuverlässigen Partner Russlands und dass der Ausbau der strategischen Partnerschaft mit dem Vietnam für Moskau eine Priorität hat. Frau Kneißl, wie haben Sie denn diese beiden Staatsbesuche verfolgt und wie schätzen Sie jetzt auch das in den westlichen Ländern gefürchtete Abkommen zwischen Russland und Nordkorea ein? Was sind da Ihre Gedanken dazu, Frau Kneißl? Hochinteressant. Wir erleben gegenwärtig geopolitische Wolken, die Theoretiker wie uns beide noch eine Zeit lang beschäftigen werden, weil im Moment werden Entscheidungen laufend getroffen und umgesetzt, die wirklich auf Jahrzehnte hinaus die Grundlagen der internationalen Beziehungen verschieben. Die einen können es jetzt deuten in Richtung multipolare Welt. Das waren auch die Aussagen des nordkoreanischen Vorsitzenden Kim. Man kann es aber auch sozusagen als eine Antwort auf die asiatische Präsenz der NATO nehmen. Ja? Dass nämlich sich über Australien und Japan
ja eine immer stärkere Ausrichtung des westlichen Militärbündnisses auch in Richtung pazifischen Raum ergeben hat in den letzten Jahren. Und das hat man sowohl in Moskau als auch in Pyongyang und in einigen anderen Staaten des Pazifik nicht ganz passiv verfolgt. Und die Zukunft, das haben wir auch ein paar Mal besprochen, liegt ja nicht unbedingt jetzt im alten transatlantischen Wirtschafts- und demografischen Raum, sondern da dreht sich einfach auch militärpolitisch jetzt vieles in Richtung Pazifik. Und Russland, Fenster nach Westen, sie waren hier in diesem ehemaligen Fenster nach Westen, St. Petersburg, von Peter dem Großen gegründet im 18. Jahrhundert. Wir sind im 21. Jahrhundert und das ist ein asiatisches Jahrhundert, das hat sich herumgesprochen. Und daher auch hier eine neue Ausrichtung Russlands, die ja in den letzten Jahren über die Partnerschaft mit Asien, mit China und dann jetzt auch zunehmend eine Wirtschaftszusammenarbeit mit Indien ihren Niederschlag findet. Aber Asien ist eben nicht nur Volksrepublik China und die größte bekanntlich Demokratie, der indische Subkontinent. Es sind auch Staaten wie Vietnam und eben Nordkorea. Über Korea wurde ja in den letzten Jahrzehnten viel nachgedacht. Der Krieg fand in den 50er Jahren statt, aber seitdem hat man immer wieder intensiv nachgedacht, wie umgehen mit der koreanischen Halbinsel. Soll der Status quo aufrechterhalten bleiben? Soll man vielleicht an einer Wiedervereinigung arbeiten? Also ich erinnere mich aus den 90er Jahren, als die deutsche Wiedervereinigung stattfand, da gab es viele Konferenzen zu dem Thema. Ich habe nur einmal Seoul, Südkorea besucht. Das war 1996 für eine Konferenz und erinnere mich an die Aussagen meiner koreanischen Gegenüber, die meinten, also wir glauben nicht an eine Wiedervereinigung. Wir sehen jetzt auch, wie kompliziert das in Deutschland ist und was das alles an Schulden und finanziellen Verwerfungen bringt. Also, die haben sozusagen schon vor 30 Jahren ihre Zweifel gehabt. So wie sich die Dinge jetzt präsentieren, glaube ich, ist es klipp und klar, dass Nordkorea ein wesentlicher eigenständiger Akteur geworden ist. Also der Besuch Präsident Putins und ganz besonders würde ich sagen auch das Video, das ja mittlerweile rund um die Welt gereist ist, Präsident Putin chauffiert den Vorsitzenden Kim Jong-un in einem russischen Aurus, das ihm sein Gastgeschenk war, durch den Garten, den Park der Präsidentenanlage. Da sieht man mittlerweile eben auch eine Vertrautheit, die erforderlich ist für Bündnisarbeit. Ja, da geht es nicht nur um die Wirtschaftsvolumina, die ausgetauscht werden, es ist ja dann auch die persönliche Chemie. Und ich glaube, alles, was man da gesehen hat, auch den Bruch mit den protokollarischen Gepflogenheiten, dass nämlich nicht das Staatsoberhaupt persönlich zum Flughafen fährt, um einen Staatsgast abzuholen, sondern das macht meistens der Außenminister. Ich habe das oft genug gemacht, um Staatspräsidenten zu holen und dann zum Bundespräsidenten zu begleiten. In dem Fall kam das Staatsoberhaupt Nordkorea selbst zum Flughafen und verabschiedete ihn auch wiederum selbst. Also hier sieht man am gesamten Protokoll, an der Vertrautheit, an der Chemie, die entstanden ist, dass wir mit sehr, sehr neuen Gegebenheiten zu tun haben. Und was Vietnam anbelangt, der Besuch in Ho Chi Minh und Hanoi, Ho Chi Minh hat in der Geschichte aller Befreiungsbewegungen auf dem afrikanischen Kontinent, in Westasien, Mittleren Osten und so weiter, immer eine Rolle gespielt. Ich habe selbst im ehemaligen Saigon Ho Chi Minh vor vielen Jahren mal unterrichtet, waren die, ich würde sagen mal, beeindruckendsten Studenten, die ich je erlebt habe, von einem Wissensdrang und einer Informiertheit, wie ich sie dann in China nicht vorfand. Zwischen Vietnam und Russland gab es in den letzten Jahren doch auch immer wieder einige Verwerfungen. Zur Erinnerung, Vietnam wurde von der US-Armee im Vietnamkrieg Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, da ging ja dann irgendwie mit einem Waffenstillstand zu Ende, wurde ja völlig zerstört. Ja.
die Vietnamkrieg hat ja dann auch die US-amerikanische Außenpolitik lang genug traumatisiert. Aber interessanterweise hat Vietnam zu den USA in den letzten 10 Jahren wieder sehr, sehr enge Wirtschaftskontakte aufgebaut und auch politische Kontakte. Also Vietnam hat die Sowjetunion rausgeworfen, hat die Volksrepublik China rausgeworfen, hat Frankreich rausgeworfen und die Supermacht USA. Also das ist keinem anderen Staat in dieser Form gelungen. Ho Chi Minh, der Führer des Untergrunds und dann auch des wiedervereinigten Vietnams in den 70er Jahren, hat eine gewaltige Rolle gespielt, nicht nur für das Land, sondern auch eben bis nach in die Sowjetunion hinein, war auch in den Reden von Präsident Putin entsprechend eben zitiert. Russland möchte jetzt natürlich auch, ich würde mal sagen, nicht zusehen, wie Vietnam zum neuen großen Partner der USA wird, weil hier einfach auch sehr, sehr viele alte Verbindungen menschlicher Natur gegeben sind, ideologischer Natur. Und ich glaube, für russische Unternehmen, vor allem im Energiebereich, und da wurden auch einige Projekte jetzt abgeschlossen, ist Vietnam ein interessanter Partner. Und man sieht auf dem Interessenskonfliktschachbrett sozusagen Vietnam, wie sehr sich hier jetzt auch die Großmächte bewegen oder vielleicht sogar auch in neue Konfrontation geraten könnten. Und da spreche ich jetzt nicht nur USA-Russland an, sondern wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Volksrepublik China gegenüber Vietnam und umgekehrt die Vietnamesen, was die Chinesen anbelangt, ein sehr, sehr altes, schwieriges Verhältnis haben, ja, um es ganz milde auszudrücken. Im Windschatten des Reichs der Mitte hat Vietnam sich immer wieder behaupten müssen und wurde von auch entsprechend schlecht behandelt, kriegerisch behandelt. Also ich traue mich jetzt nicht mehr dazu zu sagen, weil ich bin kein großer Kenner der aktuellen Verhältnisse. Ich habe mehr theoretisches Wissen als jetzt wirkliche Einblicke, aber ich hoffe, dass ich eines Tages wieder Vietnam besuchen kann, weil ich sehr, sehr interessante Erinnerungen habe. Und der Besuch und auch, ich würde sagen, die Reisezielwahl, es war eben nicht nur Nordkorea, ja. Es war jetzt nicht der große Besuch der Umarmung Nordkoreas, wie es in den westlichen Medien also sehr, sehr schräge wahrgenommen wurde, so im Sinne von, naja, die Russen müssen sich jetzt das letzte Granatenfeuer in Nordkorea einkaufen. Das war so die Expertise, die man in deutschen und österreichischen Medienhäusern las, bis hinein auch zu US-amerikanischen Thinktanks. Nein, es war eben ein wichtiger Besuch in Nordkorea, nicht der erste seiner Art. Und auch Kim Jong-un war ja letztes Jahr in Vladivostok zu Gast. Also das war jetzt nicht das große Novum, ja, so wie es dargestellt wurde. Das zweite Reiseziel war eben Vietnam. Und Vietnam ist ein Akteur, der eben in diesem neuen großen asiatischen Raum seine Rolle spielt und der umworben, sehr, sehr umworben wird von den USA. Aber für sich natürlich auch eigenständig wirken möchte im und nicht im Windschatten Chinas sozusagen sein Dasein besten. Mm-hmm. Ja, und das ist hochinteressant, wie sich da gerade der Wind dreht, wie Sie ja auch immer wieder in unserem Podcast betonen. Das asiatische Jahrhundert steht bevor und man hat doch den Eindruck, dass das hier im Westen immer noch nicht so richtig angekommen ist, dass der Wind sich dreht und dass die Segel neu gesetzt werden. Und Frau Kneißl, jetzt gab es kurz nach der Aufzeichnung unseres letzten Podcasts am vergangenen Freitag noch bei Ihnen in St. Petersburg eine wirklich spannende Meldung. Der russische Präsident Wladimir Putin hat nämlich einen Friedensvorschlag gemacht. Das Ganze kurz vor dem Schweizer Friedensgipfel auf dem Birkenstock, worauf wir, Frau Kneißl, wenn Sie es für notwendig befinden, auch noch sprechen können. Aber zunächst mal viel interessanter der Friedensvorschlag von Präsident Putin. Er hat nämlich seine Bedingungen für Friedensverhandlungen
Verhandlung präsentiert. Er sagte, der Kurs des Westens und Kiews heißt, uns zu besiegen. Aber wie Sie wissen, ist das gescheitert. Heute unterbreiten wir einen weiteren konkreten realen Friedensvorschlag. Das sagte Putin in einer Rede im russischen Außenministerium. Er führte dann aus, dass die ukrainischen Truppen vollständig aus den Regionen Donetsk, Lugansk, Cherson und Saporischschja abgezogen werden und dass es um die Region in ihren Verwaltungsgrenzen gehe, sobald Kiew dazu bereit sei, auch die Pläne für einen NATO-Beitritt offiziell abzusagen, werde es sofort buchstäblich und im selben Moment einen Waffenstillstand und Verhandlungen geben. Zu den weiteren Forderungen gehörte ein nicht-nuklearer Status der Ukraine, Beschränkung ihrer militärischen Macht und der Schutz der Interessen der russischsprachigen Bevölkerung des Landes. Putin sagte weiter, es gehe bei dem Friedensvorschlag darum, den Konflikt vollständig zu beenden. Sollten die Ukraine und der Westen jedoch den jüngsten russischen Vorschlag ablehnen, würden sich die Bedingungen für einen neuen Vorschlag zunächst ändern und die Lage auf dem Schlachtfeld, das wissen wir, Frau Kneißl, nicht zugunsten der Ukraine gestalten. Es gab natürlich auch schon einige westliche Reaktionen darauf. Unter anderem hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die von Putin genannten Bedingungen für eine Waffenruhe verworfen. Er sagte, das ist kein Friedensvorschlag, das ist ein Vorschlag für mehr Aggression, für mehr Besatzung. Frau Kneißl, wie sehen Sie denn diesen Friedensvorschlag des russischen Präsidenten? Sind das zunächst für Sie rationale, nachvollziehbare Punkte oder ist es, wie es jetzt aus der westlichen Presse heißt und wie es auch Olaf Scholz beispielsweise gesagt hat, wäre dieser Vorschlag die vollständige Kapitulation der Ukraine? Also wie ordnen Sie das ein, Frau Kneißl? Es ist eine Erweiterung dessen, was in Minsk beratschlagt wurde und nicht umgesetzt, weil das war dann den anderen Garantiemächten, vor allem Deutschland und Frankreich, herzlich egal, was in der Ostukraine passierte. Da haben die handelnden Personen sich geändert. Aber in Minsk hatte man an sich schon sehr viel über den Schutz für die nicht-ukrainischen Sprachen und Volksgruppen eben festgesetzt. Da ist nie etwas passiert zwischen 2014 und 2022. Und es gab Krieg in der Ostukraine mit tausenden Toten. Es wurde dann im März 2022 in Antalya, gab es sehr intensive Gespräche zwischen Außenminister Lavrov und seinem ukrainischen Amtskollegen Kuleba unter türkischer Vermittlung. Ich war damals zufälligerweise auch in Antalya. Es war das zweite Diplomatieforum in Antalya. Und das nützte man eben, um sozusagen drei Wochen nach Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine sozusagen die Möglichkeiten noch einmal abzutasten, wo kann man sozusagen zurück an den Verhandlungstisch. Und auch der ukrainische Staatspräsident Zelensky war, wie wir wissen, damals an sich positiv gestimmt für diese erste Punktation, wo es um umfassendere Lösungen ging. Also von Minsk zu Antalya 2022, wurde schon einiges verabsäumt, was man hätte umsetzen können. Und dann, wie wir heute wissen, wurde vor allem auf Druck des damaligen britischen Premier Boris Johnson alles fallen gelassen, was man sozusagen im März 2022 hätte noch am Verhandlungstisch bereinigen können. Wir haben heute andere militärische Fait accomplis, also vollendete Tatsachen. Und ist die russische Argumentation nachvollziehbar, weil vor allem auch das Vertrauen in Verhandlungslösungen nach dem Scheitern von Minsk völlig zerbrochen ist. Also Russland möchte heute nicht in einen Status ante quo Minsk Mai, Juni 2014 zurückkehren. Davon ist keine Rede, kann keine Rede mehr sein. Da ist es eine
ein Vertrauensverhältnis nicht nur erschüttert, sondern zerstört. Ich erinnere nochmals an die Aussage der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel, die sagte, ja, Minsk, das war vor allem, um Zeit zu gewinnen für die Ukraine. Ja. Also die musste damals aufgerüstet werden. Das heißt, zu einem Minsk wird man nicht zurückkehren. Es geht jetzt um die vollendeten militärischen Fakten und die schauen eben so aus, dass die russische Armee diese neuen Regionen, die Teil der Russischen Föderation geworden sind, hält, ja, also militärisch hält. Wie dann die Demilitarisierung, die Pufferzonen und so weiter ausschauen werden, das kann verhandelt werden. Die Frage EU-Beitritt, NATO-Beitritt und so weiter. Ich kann mich erinnern, aus Moskau hieß es immer, ein EU-Beitritt ist uns egal, da mischen wir uns nicht ein, sollen sie nur. Wir wollen sie nicht bei der NATO haben. Ich darf ja als Fußnote anmerken, wir können heute eigentlich nicht mehr die EU von der NATO unterscheiden. Ja? Das wird auch den Neutralen zum Verhängnis, wie Österreich, Irland und Malta, die drei de jure verbliebenen Neutralen. Und daher wird die Frage wahrscheinlich auch stärker an Gewicht gewinnen. EU-Beitritt, ja, er wird vorangetrieben natürlich von der Ukraine und auch von der EU-Kommission. Aber ich sehe keinen Unterschied mehr zwischen EU und NATO. Das nächste ist eben die Frage, wie will man, nachdem man die militärisch-technischen Fragen vielleicht gelöst haben sollte, wie wird man miteinander zukünftig umgehen? Ne? Es ist natürlich gewaltig viel passiert in diesen Jahren des Krieges, der Auseinandersetzung. Und die russischen militärischen Attacken sind relativ langsam und vorsichtig. Man macht keine Flächenbombardements, wie das Israel in Gaza macht. Man attackiert ausschließlich militärische Ziele. Von ukrainischer Seite werden vorwiegend zivile Ziele angegriffen, nicht nur in der Ostukraine, sondern mittlerweile auch auf russischem Staatsgebiet. Und hier ist die Frage, wie kann man all diese Aspekte lösen? Und ich würde sagen, es wäre schon sehr, sehr viel erreicht, würde man eine Klärung der militärisch-technischen Fakten erreichen. Wie man dann miteinander umgeht, was Sprachautonomie anbelangt, was Fragen eben wie EU-Beitritt und so weiter anbelangt, das ist etwas anderes. Aber meine größte Sorge gilt dem Thema, und was passiert mit diesem riesigen, völlig unkontrollierten Waffenmarkt, der mittlerweile in der Ukraine entstanden ist. Ja? Der kann sich sowohl gegen Russland richten, was Sabotage anbelangt, und der Anschlag in der Konzerthalle Krokus war meines Erachtens ein Ausfluss dieses unkontrollierten Waffenmarktes und Kämpfer aller Art, die dort mittlerweile sozusagen tätig sind. Aber er kann sich natürlich auch gegen Mitteleuropa richten. Und das ist einem Viktor Orban völlig klar. Ja, deswegen sagt er, keine weiteren Waffen in die Ukraine und kontrollieren und gebieten wir dem Ganzen endlich Einhalt. Ja, und dieser Friedensvorschlag von Putin wurde auch in russischen Medien kommentiert und er wurde dahingehend interpretiert, dass er eigentlich als sehr großzügig aufgefasst worden ist. Nicht wie bei uns in den westlichen Medien, wo es dahingehend interpretiert worden ist, dass es eine Kapitulation der Ukraine sei, ein Fortsetzen des aggressiven militärischen Verhaltens Russlands in der Ukraine. Nein, in russischen Medien wurde das Ganze als ein liberaler, großzügiger Vorschlag interpretiert, vor allen Dingen dahingehend, dass in Anbetracht der desolaten militärischen Lage Kiews der Fortbestand der Staatlichkeit der Ukraine garantiert wurde und dass, obwohl
Moskau derzeit Selenskyj nicht als den legitimen Präsidenten ansieht. Wir wissen, dass er die Wahlen, die für dieses Jahr angesetzt waren, nicht durchgeführt hat. Er setzt auch keinen Anspruch auf Odessa durch, obwohl Odessa, darüber hatten wir ja hier auch schon mal diskutiert, womöglich auch noch bald Teil dieser Spezialoperation werden könnte. Und auch, Frau Kneißl, Sie haben es jetzt gerade schon ausgeführt, die Frage einer ukrainischen Mitgliedschaft in der Europäischen Union ließ er offen. Er hat lediglich davon gesprochen, dass eine NATO-Mitgliedschaft ausgeschlossen werden muss. Ist das, Frau Kneißl, womöglich so etwas wie Putins letzter Vorschlag, letzte Offerte an die Ukraine, die jetzt ja schon von ukrainischer Seite abgelehnt worden ist? Oder glauben Sie, dass Putin womöglich im weiteren Verlauf nochmal auf die Ukraine zukommen würde? Wie sehen Sie das, Frau Kneißl? Ja, ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Ich halte es auch für die letzte Offerte. Ich darf in diesem Zusammenhang vielleicht als Unterstützung auch für Ihre Argumentation, die ich teile, zitieren. Ich glaube, es war Piotr Tolstoi als Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten in der Duma im russischen Parlament. Und er sagte in Reaktion auf die von Ihnen zitierten westlichen Reaktionen und Scholz-Ablehnung und so weiter, er sagte, das war das letzte Angebot. Das nächste wird die Kapitulation Ukraine sein. Die tatsächliche Kapitulation, ja. Das sagte Piotr Tolstoi. Ja, das wird dann wahrscheinlich, wenn sich das vor allen Dingen auf der militärischen Ebene so weiterentwickelt, darauf hinauslaufen. Frau Kneißl, dann lassen Sie uns, ich weiß nicht, ob Sie, wir hatten jetzt im Vorhinein die Agenda nicht besprochen, ob wir tatsächlich auch noch über Birkenstock sprechen wollen und das, was dort in der Schweiz geschehen ist, jetzt am vergangenen Wochenende. Ich denke, unsere Zuhörer werden es mitbekommen haben, die groß angekündigte Friedenskonferenz für die Ukraine, für die Lösung des für eine friedliche Lösung des Konfliktes. Das nahmen überwiegend Vertreter aus dem Westen teil, auch einige Länder des globalen Südens waren vor Ort anwesend, nicht eingeladen, waren bekanntermaßen Russland und auch China hat nicht teilgenommen, eben mit der Begründung, dass Russland als zentraler Akteur nicht eingeladen war. Und lediglich 80 der 93 Staaten haben dann am Ende die zu Papier gebrachte Abschlusserklärung unterzeichnet. Nicht unterzeichnet haben sie unter anderem Indien, Saudi-Arabien, Brasilien und Südafrika. Die teilnehmenden Staats- und Regierungschefs hätten sich nicht auf ein einheitliches Vorgehen zur Einbeziehung Russlands in einen Friedensprozess einigen können. Und ja, auch in westlichen Medien wurde die Konferenz als wenig erfolgreich beschrieben. Da, so wurde moniert, in der Abschlusserklärung keine eindeutige Verurteilung Russlands zu finden sei und Russland nicht zum Abzug der Truppen aufgefordert wird. Frau Kneißl, wie haben Sie denn dieses Gebaren um die Konferenz verfolgt? Hat Ihnen das irgendwie Hoffnung gegeben, dass der Westen womöglich jetzt doch, es war ja zumindest das erste aktive Zeichen, das erste aktive Bemühen des Westens, eine Friedenskonferenz durchzuführen, sich für eine friedliche Lösung einzusetzen. Also hat Ihnen das Hoffnung gemacht oder sehen Sie dahinter einfach nur eine PR-Show für Selenskyj und für die Ukraine? Wie schätzen Sie das ein? Ich würde sagen, ja, es war in erster Linie eine PR-Aktion, aber nicht unbedingt für Selenskyj, sondern für die Schweiz. Also ich habe sehr intensiv auch die Schweizer Berichterstattung gelesen, was immer noch von der NZZ übrig geblieben sein mag. Das war mal eine wirklich interessante Zeitung, aber das liegt jetzt auch schon 20 Jahre zurück. Und wenn man sich dann die Kommentare der wesentlichen außenpolitischen Redakteure ansieht in der NZZ, dann ist dort auch eigentlich eine sehr, sehr starke Kriegspolemik spürbar. Und es war in erster Linie eine PR-Aktion für die Schweiz. Also
Ich erinnere an die Worte von Sergei Lavrov, der schon vor einem Jahr sagte, die Schweiz ist für uns kein neutraler Vermittler mehr. Die Schweiz wollte sozusagen am Vierwaldstättersee in Luzern einfach eine große Versammlung abhalten. Ja? Ich glaube, letztendlich waren es dann 90 Staaten und 193 Staaten, die in der UNO Mitglieder sind. Und es kamen ja auch nicht all die Staatsoberhäupter, die man ursprünglich auf der Gästeliste hatte. Man hat es nicht wie traditionell in Genf gemacht, wo es ja ein großer UNO-Sitz hier gibt, Nachfolger vom Völkerbundsitz. Man hat es an einem Ort gemacht namens Bürgenstock. Klingt im Deutschen irgendwie etwas seltsam. Es war eine PR-Aktion, die dann aber letztendlich, ich würde sagen, das ist die Ironie der Geschichte, anderen wichtigeren PR-Aktionen zum Opfer fiel, weil in meiner diagonalen Lektüre der Wochenendberichterstattung in den ganz großen Medien, also jetzt mal abgesehen von Schweizer Blättern, da war die Hauptmeldung, dass die Prinzessin von Wales, Catherine, an der großen Parade Trooping the Colours des irischen Regiments teilnahm. Und das war ihr erster öffentlicher Auftritt seit ihrer Krankheitsdiagnose. Und das war eine große Überraschung für die Weltöffentlichkeit. Und das wird intensivst diskutiert in vielen westlichen Medien. Also das war sozusagen das andere PR-Event. Und dann ja auch die Tatsache, dass die Europa-Fußballmeisterschaft, die UEFA, an eben jenem Wochenende begann. Also das war irgendwie ein schlechtes Timing, weil ich glaube, dass selbst die Gastgeber mit einem Blick auf die Fernsehbildschirme gerichtet waren, wie tut sich die Schweiz im Auftaktspiel? Und so viel sozusagen ein PR-Event, zwei anderen PR-Eventen in London und in Deutschland fast zum Opfer. Und es war ein großes Spektakel. Man spricht von einer Folgekonferenz, aber ich weiß nicht, wer sich diese Folgekonferenz antun will, wer sich das finanziell antun will, um dann sich vielleicht einen Korb zu holen von einem oder anderen. Und wenn eine wesentliche Konfliktpartei wie Russland, wenn ein wesentlicher Akteur wie China physisch in keiner Weise anwesend ist, also nicht mal jetzt, sage ich mal, durch einen zweiten Botschaftssekretär, dann erreicht man nicht sehr viel. Ja? Mein Zugang zu einem ernsthaften diplomatischen Auftakt für irgendetwas ist nicht ein Handschlag auf allerhöchster Ebene. Der Handschlag zwischen Staatsoberhäuptern kann immer nur am Ende eines gut ausgearbeiteten militärisch-politischen Arrangements stehen. Ich erinnere an den Handschlag zwischen PLO-Chef Yasser Arafat und dem israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin im September 1993 in Washington. Der ging um die Welt, dieser Handschlag. Und dieser Handschlag war das Ergebnis von rund einem Jahr höchst diskret, um nicht zu sagen, also top geheim geführten Verhandlungen in einem kleinen Landhaus in der norwegischen Provinz. Und dort haben sich Unterhändler Israels und Unterhändler der PLO direkt an einen Tisch gesetzt, was ein Riesenrisiko für beide Seiten. Und jener damalige Fahrplan für die Begründung eines palästinensischen Staates, der dann wirklich der Ermordung Yitzhak Rabins zum Opfer fiel, das war ein diplomatisches Husarenstück. Das war ein durch und durch gut ausgearbeiteter Vermittlungsplan. Und der Handschlag stand am Ende. Das heißt, eines Tages werden sicherlich sich die wesentlichen Akteure Russlands und auch der Ukraine an einen Tisch setzen. Aber zuvor muss im Hintergrund etwas Sinnvolles ausgearbeitet werden. Die erste Ausarbeitung wird militärisch-technischer Natur sein, auf unterster Ebene. Ja, es finden ja laufend Gefangenenaustausche statt. Das heißt, die Kommunikation ist da. Es wird in der Folge um die Frage von Rückzug von schweren Waffen gehen. Es wird dann in weiterer Folge um
Waffenstillstandslinien gehen und dann werden all die anderen großen Brocken verhandelt werden müssen. Aber das werden nicht ein russischer Staatspräsident und ein ukrainischer Staatspräsident mittels Handschlag lösen. Das heißt, das ist, mir scheint das alles sehr, sehr naiv, diese Vorstellung. Die treffen sich, die klopfen sich auf die Schulter und das war's dann. Nein, die Dinge laufen anders ab, ja. Ja, da scheint man doch noch teilweise ein wenig die rosarote Brille anzuhaben, was derartige Friedensverhandlungen angeht. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns ja noch auf ein wesentlich bedeutsameres Event Ereignis diese Woche zu sprechen kommen. Saudi-Arabien hat nämlich diese Woche angekündigt, dass Petrodollar-Abkommen mit den USA nicht zu verlängern. Das Abkommen, das ist damals in den 70er Jahren zur Zeit der Ölkrise geschlossen worden und hat eigentlich über die letzten 50 Jahre hinweg große Vorteile für beide Staaten mitgebracht. Die Saudis verkaufen ihr Öl ausschließlich gegen US-Dollar und im Gegenzug unterstützen die USA Saudi-Arabien vor allen Dingen mit Waffen. Ja, diese Zusammenarbeit hat jetzt in den letzten 50 Jahren Saudi-Arabien dazu verholfen, zum Aufstieg und zu einer wichtigen geopolitischen Rolle, nicht nur in der Region, sondern auch in der Welt zu werden. Und auch die Vereinigten Staaten hat es dadurch geführt, dass sie zum Welthegemon aufgestiegen sind durch dieses Abkommen. Und ja, einer der Gründe für die Aufkündigung dieses Abkommens oder die Nichtverlängerung war natürlich die Wirtschaftskrise in den Vereinigten Staaten, die enorme staatliche Auslandsverschuldung und das Doppeldefizit der USA, das eine rasche Abwertung der Landeswährung zur Folge haben könnte. Aber der eigentliche Hauptgrund, so vermuten es viele Experten, sei der Versuch der USA, den US-Dollar in eine Waffe zu verwandeln und Russland damit quasi, wie wir es jetzt erleben, zu bestrafen, und zwar mittels beispielloser Sanktionen. Und diese Aufkündigung des Abkommens wird nun von zahlreichen Analysten als eine tektonische Verschiebung bezeichnet. Der Handel in anderen Währungen im internationalen Welthandel wird sich noch verstärken. Das Zeitalter der globalen Vorherrschaft der USA durch die Verwendung ihrer Währung ist zu einem Ende gekommen. So sehen es viele Experten und Analysten da draußen. Frau Kneißl, Sie sind auch eine ausgewiesene Expertin rund um Fragen des Energiemarktes. Wie bewerten Sie denn diese Nichtverlängerung des Petrodollars-Abkommens? Ist es tatsächlich so, dass das nun den Beginn der neuen Ära dieser multipolaren Weltordnung nochmal manifestiert? Wie sehen Sie das und welche Folgen wird das vor allen Dingen auch für die Weltleitwährung, den US-Dollar, haben? Frau Kneißl, wie schätzen Sie das ein? Es ist eine Zäsur, wirklich, die in dem Umfang vor 20 Jahren niemand auch nur im Traum daran gedacht hätte. Ich erwähne das deswegen vor 20 Jahren, weil ich habe damals an meinem ersten Buch gearbeitet, Energiepoker, wie Erdöl und Erdgas die Weltwirtschaft beeinflussen. Und ich saß zur Recherche fast täglich in der OPEC-Bibliothek, Sitz des Generalsekretariats der Organisation in Wien. Und das war mein großes Glück, dass ich sozusagen in der Nähe der OPEC lebte und dort nicht nur die Bibliothek umfassend studierte, sondern auch fast täglich im Gespräch war mit den wesentlichen Analytikern im Generalsekretariat der OPEC. Und ich stellte regelmäßig die Frage, können Sie sich vorstellen, dass Staaten wie Saudi-Arabien aus dem US-Dollar aussteigen? Und die Antwort, die ich im Jahr 2004, 2005 erhielt, war never ever. Ja, also das ist Hirngespinst, das ist Chimäre. Beschäftigen Sie sich nicht weiter mit dieser Frage, liebe Frau Kneißl. Die andere Dinge sind wichtiger. Und ich habe aber damals ein Kapitel meines Buches dieser Währungsfrage gewidmet, weil es mich sehr beschäftigte. Was passiert, wenn wichtige Rohstoffe nicht mehr in US-Dollar gehandelt werden? Und der wichtigste, der globalste Rohstoff seiner Art ist Erdöl. Und die Antwort, die ich eben damals bekam, war,
die saudischen Fonds, die saudischen Banken, saudische Individuen, ja, Bürger, sind in einem so umfassenden Umfang in US-Dollar investiert, ja, haben ihre Pensionsfonds und was auch immer, ja, im Westen als wesentliche Reserven, kommt gar nicht in Frage, ja. Und das jetzt 20 Jahre später, 20 Jahre ist eine lange Zeit, aber in der Weltgeschichte eine kurze, hier dieser Schwenk stattfindet, ist bezeichnend. Und wir sehen anhand der Ölallianz, wenn man so will, zwischen Riad und Moskau, die 2016 offiziell startete, damals mit der Begründung des Formats OPEC Plus im Dezember 2016 nach einem Ministerrat in Wien. Ich war damals in der Pressekonferenz und habe mir das angehört. Ich war zu dem Zeitpunkt als Analytikerin dort und habe das mit Interesse die Aussagen verfolgt. Vor allem auch, ich erinnere mich an Aussagen westlicher Experten, Editorial von Financial Times, Wall Street Journal war damals, ach, sollen die normal, vergessen wir es, sehr lange wird das nicht halten. Ja, also die Saudis und die Russen sind zu sehr Konkurrenten, die werden ihre Marktanteile sozusagen hier nicht aufs Spiel setzen, die werden weiterhin in Konkurrenz verfallen und so eine Koordination von Quoten wird nicht lange halten. Das war die Aussage. Nun liegen 8 Jahre mittlerweile zurück. Wir sehen die beiden wichtigsten Ölproduzenten der Welt, Saudi-Arabien und die Russische Föderation, arbeiten sehr, sehr erfolgreich zusammen. Und eine derartige Entscheidung, aus dem Petrodollar sozusagen auszusteigen und sich vielleicht mit anderen Währungskörpern zu beschäftigen, vielleicht all along sogar auch so etwas wie einen BRICS-Währungskorb aufzubauen. Da wird zwar viel geredet, ist aber noch nicht sehr viel passiert. Aber es könnte sozusagen einen neuen Schub dem Ganzen geben. Das sind die interessanten Entwicklungen unserer Zeit. Und das US-amerikanische Defizit, das mittlerweile in Trillionen, ich weiß nicht wo steht, das würde dann natürlich auch noch einmal eine neue Inflationsgefahr erleben, weil die USA dann zukünftig vielleicht doch mehr in anderen Währungen einkaufen müssen und genau in dieselbe Problematik kommen wie der Rest der Welt, die sozusagen US-Dollar aufnehmen müssen, US-Anleihen kaufen, damit sie bestimmte Importwaren wie Energie und andere Rohstoffe kaufen können. Und Hegemoniewechsel in der Weltgeschichte sind ja immer einhergegangen mit Währungswechseln. Also wären Sie und ich im Jahr 1905 unterwegs gewesen als Reisende, dann hätten wir uns mit britischem Pfund eingedeckt und wären um die Welt gereist, weil das britische Imperium einfach damals über das Pfund ja auch die Welt beherrschte. Und wir hätten mit Pfundchecks sozusagen unsere Reisekosten absolviert. Wären wir im 17. Jahrhundert unterwegs gewesen, dann hätten wir uns mit spanischen Silbermünzen durch die Welt bewegt. Ja? Also, Entschuldigung, wann immer sozusagen Großmächte die Weltbühne wieder verlassen, gehen auch ihre Währungen zurück. Und der Greenback, der US-Dollar mit Dollarschecks, ich erinnere mich aus Kindertagen, wir sind immer viel gereist und dann hatte man eben Dollarschecks und die wechselte man wo auf der Welt um, ja, das ging im hintersten mexikanischen Dorf oder wo auch immer, ja. Und jetzt ist einfach eine neue Zeit angebrochen und dieses bunt bedruckte Papier, egal ob das jetzt der US-Dollar ist oder ein Euroschein oder was auch immer, beruht ausschließlich auf der Deckung. Und die Deckung ist zum einen eine durch Rohstoffe, Goldreserven, aber ich würde sagen, der größte Teil der Deckung ist Vertrauen. Hm.
Ja, Frau Kneißl, und dann werden wir wohl für unsere nächste Reise uns nicht eindecken mit US-Dollar oder mit Euro, sondern in Zukunft wahrscheinlich dann mit Yuan oder womöglich sogar mit dem russischen Rubel, je nachdem, wie sich das Ganze jetzt noch weiterentwickelt. Ja, Frau Kneißl, an dieser Stelle bedanke ich mich wie immer vielmals bei Ihnen für Ihre sehr kompetenten Einschätzungen. Wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Sie haben wie immer viel zu tun. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das jetzt alles gut klappt und auch dann nächste Woche mit der Übersiedlung in die russische Provinz. Da steht ja einiges an. Ich drücke Ihnen da die Daumen, dass das alles gut klappt. Genau, ich hoffe auch, weil wir unseren nächsten Podcast machen wir noch St. Petersburg, hoffentlich irgendwie zwischen den Kisten, die da weggeräumt sind. Und die Woche darauf, ich hoffe, dass ich dann wirklich schon Internetzugang habe, weil das ist dort alles nicht so einfach, aber es wird schon irgendwie klappen. Ich liebe diesen russischen Zugang, nie Eto-Regime, wir lösen das und ich werde sicherlich dann in 14 Tagen hoffentlich Ihnen aus der russischen Provinz zugeschaltet sein, von der deutschen in die russische Provinz und freue mich, dass sozusagen unsere Woche immer wieder strukturiert ist durch unser Gespräch via Bildschirm. Genau, da bin ich dann mal gespannt, wie das nächste Woche wird zwischen Tür und Angel, dann, wenn Sie da kurz davor sind, Ihre Wohnung zu verlassen. Frau Kneißl, dann Ihnen noch eine erfolgreiche Woche und auch all unseren Zuhörern vielen Dank, dass ihr hier heute wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch nun noch einen schönen sonnigen Sonntag. Macht's gut, bleibt wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao. Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.